Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, Part 112 hoffentlich. Oder 113 jetzt schon. Ja, 113 glaube ich. Und wir hören hier Kampfgeräusch, ist wahrscheinlich ein Eis oder Syrte hier. Oh nein. Ein Leveler. Okay, gut. Heute möchte ich, ja, noch ein paar Items rausnehmen. Und weiterleveln natürlich. Und ja, vorwärts kommen. Ich möchte guten Schützen werden. Mal schauen, was es, wie schnell jetzt heute weitergeht. Wir sind Level 11. Zwei Level pro Part schaffen wir hoffentlich. Und ja, ich möchte noch ein paar Sachen bereden, nämlich ja, dass zum Beispiel der Patch mit dem Level, mit dem schnellen Level gar noch nicht draußen war, aber trotzdem irgendwie schneller ging bei mir, beim Bambar. Trotzdem, ja, warte ich jetzt lieber, bis ich den Bambar weitermache, auf das Ding, auf den Patch, wo schneller Leveln geht und so. Und da hinten dran, okay. Ah, das ist die Quest mit dem Magnaniten, okay. Dass ich dann wieder vorwärts mache mit dem Baba. Weil es ja dann schneller geht, weil es ist momentan echt mühsam zu leveln mit dem Baba, weil die Gegner einfach nicht entweder orange sind oder grün und ich einfach nicht genug, ja, anständig leveln kann momentan. Mit dem Schützen wird es dann besser gehen wahrscheinlich, weil man da die Gegner runterholen kann von den unerreichbaren Plätzen. Und ja, sonst eigentlich halt auch ein bisschen langsamer leveln, da muss man nicht immer warten, dann ist es nicht immer langweilig. Komm jetzt. Die sind grün, die schaffen wir hoffentlich. Ich möchte noch die Items hier rüber tauschen. Während des Kampfes. So. Ach komm. Dann haben wir das hier. Und jetzt können wir wieder weitermachen. Also beim Schützen ist ja so, hat natürlich Reichweite, ist aber deutlich schwächer als der Barbar mit einem Schlag. Und da müssen wir schauen, wie es geht ohne gute Items. Ich kenne den Schützen nicht, ich habe ihn mal, glaube ich, Season 1 gespielt und sonst nicht mehr. Oder war es Season 2? Nein, Season 2 war in Alesius. Ja, wow, ein guter Pfeil. Sehr schön. Was macht er? Einfach laufen. Wo wir ihm zuschauen, wahrscheinlich lauft er dann die Klippe runter oder so. Ah, es geht wieder. Sah so aus, als würde er die Kontrolle irgendwie, also so gemacht haben, dass er AFK ist und trotzdem läuft. Aber doch nicht. Na gut. Wir müssen wieder gigantische Tarantel finden. Hier haben wir eine. Also scheinbar sind wir jetzt deutlich stärker. Wir müssen jetzt noch ein oder zwei Level machen, dann wieder skillen. Und dann haben wir auch wieder neue Fähigkeiten. Okay, Ignis ist wieder da. Sie haben wieder zwei Forts oder ein Fort eingenommen. Scheinbar haben Alsen. Okay, ein Fort noch. Master Fo. Okay. Wow, jetzt droppt mal was. Es droppt mal was. Ich brauche aber gigantische. Da oben ist noch eine.
Ja, die Lust auf andere Projekte habe ich momentan nicht so. Wenn, dann noch Minecraft. Aber weil, ja, ich halt wenig Zeit zum Let's Playen habe und es auch nicht so mag, momentan zu Let's Playen, weil es mir nicht so gut geht, tue ich lieber mich ein bisschen mehr auf Regnum vorbereiten, zumindest. Weil man muss ja auch, also ich muss dann ja auch die Levels ein bisschen, also die Charakter selber leveln, damit es nicht zu langweilig wird hier im Let's Play. Und wenn dann wieder ein paar Leute kommen, die sich wirklich erfreuen an Regnum, dann geht es mir natürlich auch wieder besser. Aber momentan sind so ein oder zwei, die liken und die anderen schauen nicht mal. Ja, 5 Minuten oder so. Es ist halt ein bisschen deprimierend schon fast, weil, naja, auf YouTube eigentlich alles schon so richtig ausgematscht ist, oder? Niemand will mehr so richtig Let's Plays schauen. Man hat jetzt irgendwie anders Bock oder so. Und ich sehe es immer wieder bei anderen Let's Player, die haben nur 10 oder 20 Aufrufe pro Part. Denen geht es nicht besser, die ziehen es zwar durch, aber die haben auch Zeit, oder? Und komm, ja, bevor ich sterbe. Dankeschön. Wieder nicht geschaut. Und es macht mich schon ein bisschen, ja, soll ich jetzt wirklich weitermachen oder soll ich nicht weitermachen? Weil, ja, wenn es mir besser gehen würde, wenn ich weniger Sport machen müsse, welle, ich muss unbedingt für meinen Körper achten, weil, ja, ihm geht es nicht so gut und dann muss ich Sport machen und dann noch nebenbei Let's Playen, ja, da bin ich unkonzentriert, müde und alles Mögliche. Da möchte ich einfach, ja, mich auf ein Projekt oder zwei Projekte konzentrieren, ein Hauptprojekt und ein Nebenprojekt. Und das Nebenprojekt ist natürlich Minecraft. Und das Hauptprojekt ist Champions of Regnum. Und das reicht mir. Auch wenn ich da nicht so viele Zuschauer habe, ich muss ja nicht jeden Tag einen Part bringen, aber ich schaue ja auf die Zuschauer und möchte es, ja, den Zuschauer recht machen und nicht mir selber. Und die dürfen wünschen, wenn sie mehr Regnum Parts wollen, dann dürfen sie gerne mehr Regnum Parts haben. Aber ich werde mich natürlich auch nicht zwingen, aber wie soll ich sagen, es erfreut mich und dann habe ich auch mehr Mut und mehr Spaß am Aufnehmen. Dann macht es mir auch weniger Probleme, weil momentan macht ein Part pro Tag schon Probleme, weil ich nie weiß, ja, motiviert es mich, motiviert es die anderen Zuschauer, motiviert überhaupt etwas an Regnum noch oder so. Und ja, das kann man am besten machen, indem man ja bei mir zuschaut und die Motivation dann auch selber besser findet und wie ich bei mir, indem ich einfach mache und dann die Motivation finde. Also wenn ich aufnehme, habe ich mehr Motivation, als wenn ich mich ausruhe und nicht aufnehme. Das ist eigentlich das Wichtigste an Champions of Regnum und Let's Playen und so, dass man die Motivation durch Machen macht und nicht durch nicht machen. Viele Spieler hier in Champions of Regnum hören einfach auf und meinen, die Motivation kommt wieder. Aber die Motivation kommt erst, wenn man wieder sich in Champions of Regnum Zeit investiert und so. Und dann ist man sich auch wieder besser gewöhnt und dann kann man auch wieder besser spielen, mehr spielen oder auch Let's Playen weiter, wie bei mir. Und dann macht es auch mehr Spaß. Also schaut lieber we mehr als weniger. Also tue ich die euch am besten ja sagen. Weil wenn ihr weniger schaut, dann wisst ihr ja gar nicht, dass es so viel Spaß macht. Oder wenn ihr spielt. Ist das genauso, oder? Und das würde mir weiterhelfen. Dann werde ich auch wieder besser
Let's Playen können und so, das würde euch besser helfen. Dann dürft ihr auch gerne mitmachen und so weiter. Jederzeit dürft ihr mir anschreiben. Ich möchte gerne mitmachen. Ich würde einfach dabei sein, ohne Mikrofon, ohne ständig dabei zu sein. Einfach mitleben oder Gegenstände austauschen und so weiter. Fände ich wirklich toll. Und muss natürlich nicht sein, aber kann, darf sein. Ich würde es wirklich erfreuen. Mir würde es erfreuen, wenn ihr da ein bisschen offener sein könntet. So, jetzt haben wir keine Quests mehr, die Außermagneten-Quests. Jetzt müssen wir schauen, ob im zweiten Dorf noch etwas ist. Sonst müssen wir noch leveln. Vielleicht dann mit Fallout 4 wieder ein Projekt starten, das ein bisschen mehr Andrang findet. Damit die Leute auch wieder wissen, dass ich ein guter Let's Player bin und dass die Videos auch anschaubar sind, ohne dass man Langeweile empfindet während dem Anschauen oder so. Und dann ist die Motivation auch bei mir wieder gestiegen. Ja. So. Hier haben wir keine Gesteine. War schon jemand wahrscheinlich. Machen wir mal das Fenster aus, wenn nichts droppt. Wenn man nicht Gegner besiegt. Und ja, könnten hier irgendwo blaue Gegner besiegen, wenn es ja hier noch blaue Gegner gibt. Nein, wahrscheinlich nicht mehr. Doch, hier sind noch gigantische Tarantel. Ja, wenn wir hier keine Quest haben, scheinbar, müssen wir die Tarantel hier töten. Und dann gehen wir halt wieder zurück und warten auf Level 12. So. Haben wir leider keine Spinnen mehr. Na, dann müssen wir zurück. Vielleicht hier hinten noch. Naja. Okay, dann gehen wir hinten durch mit dem Pferd, wenn es begehen würde. Dankeschön, ich kann nicht warten. So, schauen wir mal. Irgendwo hat es hier noch Taranteln, aber nicht. Ja, hier hat es wieder Taranteln. Sind es viele? 3. Müssen wir wahrscheinlich noch weiter nach hinten. Aber das Level ist bald, also man bekommt recht viel Erfahrung von den Taranteln. Das ist gut genug. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, natürlich. Ich mag das Kampfsystem einfach nicht. Sollte actionreicher sein, viel actionreicher. Ach ja. So. Gibt's einen Level Up? Dankeschön, auf das habe ich gewartet. So, jetzt noch kurz schauen, ob wir Items tragen können. Einen Blob-Pfeil. Gut. Immerhin einen. So, jetzt können wir zurück. Jetzt haben wir die auch hellgrün, also dunkelgrün. Beziehungsweise einfach nur grün. Das heißt einfach grün. Dann gibt es hier noch sehr einfach in hellgrün. So. Die Musik ist so ein bisschen trollerisch. Ah.
Ja, ich habe ein Ziel vor Augen, einfach beim Fortschlachten ohne Problem, dass ich immer sterben werde, mitzumachen. Und das ist ein langer Weg. Und bis dann ist es halt auch ein bisschen ein langweiliger Weg. Aber mit einem Schützen ist es natürlich sehr viel realistischer, weil man da auch mit schlechterem Equip ein bisschen etwas ziehen kann. Und ja, halten wir es durch. In 10, ja, nein, in 50 Parts werde ich wieder ein bisschen höher sein. Auch mit dem Schützen. So mit Level 40 oder so kann man dann auch recht gut mitmachen in den Fortschlachten. Und ja, dann mal schauen, wie der Schütze so überleben kann, wenn er halt aus der Entfernung agiert. Auch wenn ich dann ein bisschen langweilig in den Forts herumgammeln werde und ein paar Angreifer attackieren werde von den Zinnen, ist man natürlich auch viel mehr Spaß, gegen die Spiele zu kämpfen als gegen Monster. Und irgendwann, ja, bekommt man dann genug Erfahrung, um schneller hochzukommen als mit dem Leveln, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung man bekommt als unterklassiger Leveler, also ja, der Level technisch unterklassig ist, aber ich denke recht viel. Und Syrtenopfer haben wir ja genug. Wir müssen einfach andere Icken, die Syrten, da mitbekämpfen, weil wir natürlich zu wenig Schaden machen, aber ja, irgendwie wird es gehen. Auch wenn es dann richtig zieht und langweilig ist. Aber bald wird es wieder Reichsschlachten geben. Also, wenn ich jetzt täglich einen Part mache, dann schaffe ich das eben in 20 bis 30 Parts oder in 40 Parts, je nachdem. So, und wenn ich auch Hilfe bekomme, geht es natürlich noch schneller, aber die Hilfe muss von euch oder von einer von Regnum hier kommen. Und ja, ich kann euch ja nicht zwingen. Ja, ihr schaut ja meine Videos und ich kann ja euch jetzt zwingen. Nein, ich kann nicht zwingen. Es ist ein freiwilliges Projekt und es ist für jeden freiwilliges zu schauen oder mitzuhelfen oder mitzumachen oder einfach nur in den Chat zu sch also in die Kommentare zu schreiben. Und da möchte ich wirklich niemanden zwingen. Weiß ja eben. Öffentlich ist. Ja, jetzt müssen wir runter. Und aber dürfen natürlich mitschauen, also mitentscheiden, wie gut das Projekt vorankommt, indem ihr mitmacht. Wird es natürlich schnell gehen, bis ich wieder Reichsschlachten machen kann oder bis ich PvP machen kann mit anderen Söldnern oder Eisen und so weiter. Und also dürft ihr gerne mitentscheiden. Kein Problem. Also uraltes Skelett haben wir hier. Haben wir noch ein drittes? Ja. Sogar vier haben wir. Gut. Weiterkämpfen. Ah ja, ich wollte ja wieder zum Schützen gehen. Komm, wir machen das zuvor noch kurz. Und dann die Skelette angreifen. So. Wenn Barbs Full Buff reinklatschen, ist das normal, denke ich. Ah, wegen dem vielen Damage, der er kassiert. Das kassiert jeder, weil es zu viele OP Leute gibt. Ah, hier haben wir auch noch. Ah ja, das ist die Quest für Magneten, stimmt. Ah, ich vergesse immer, dass die anders war bei den anderen Klassen. Ja, wir können noch nichts. Weil Windstoß. Windstoß bringt ja nichts. Wir können gar noch nichts leveln. Ach Mist. Vielleicht Fokus? Nö.
Bringt das was? Weil die Gegner ja keine Waffen haben. Angriffsreichweite wäre dann noch besser. Wir skillen auch mal das. Auch wenn es nichts bringt. Wo war das? So, ja, eben. Weil es ja nichts bringt, Wintereinbruch, weil man nicht angreifen kann. Ersetzen wir Wintereinbruch. Und im nächsten Level, wenn wir dann weiter skillen können. Oder in drei Levels, wenn wir dann weiter skillen können, dann können wir Wintereinbruch resetten. So. Dann müssen wir wieder zu den Skeletten. So. Und weiter geht's. Der Akame ist ein Barbarin. Ja, Winter steht natürlich. Vielleicht auch, weil es eben keine richtige Waffe ist, sondern nur, ja, das, als würde das Skelett keine Waffe tragen, weil es ja ein Gegner ist und kein Spieler. Ja. Aber schön, dass es auch wieder neuere Spiele gibt, also die Charaktere haben, die nicht so hoch sind. Und es auch wieder Leute motiviert sind, bei Ignis mitzumachen. Was? Ah, wieder stehen. Das hat komisch ausgesehen. So. Ja, eine Quest haben wir, aber die haben wir noch nicht. Einen besseren Bogen mal kurz schauen, ist ab 14, 16, 19, 13. Okay, einer, der recht viel mehr Schaden macht, okay. Super. Dann machen wir das im nächsten Level, im nächsten Part, das Level 13. Und haben dann einen besseren Bogen. Können dann besser leveln wieder. Schön. Sehr schön. Ja. Die wollen rar machen, okay. Ah, blödes Regenerieren. Sollen lieber irgendwo NPCs aufstellen, wo man sich heilen kann. Dann geht man immer wieder in die Stadt und wieder zurück und ist dann voll geheilt. Geht doch schneller. Außer es ist weit weg von einer Stadt, dann muss es auch irgendwie hinter so einem Stein einen Leveler, einen Heiler geben oder so. Aber so ist es einfach zu langweilig. Darum finde ich ja eigentlich, ja, man sollte das Spiel einem Entwickler geben, der etwas macht aus dem Spiel und nicht einfach irgendwie Itemshops Items rein tut. Aber so sind leider die Entwickler, meinen sie, sie werden Erfolg haben mit nichts tun. Nein, das ist nicht. In der Spielebranche muss mehr kommen, dass man Erfolg hat mit einem Entwicklerstudio. Ja, toll. Das einzige Skelett hier ist ein Anführer. Ah, hier. Oh, Schönweite. Ein Schussreichweite ist recht hoch. Gut. So, Waffen. Nächstes Skelett angreifen. Da ist noch eins. Ah, das ist doch viel entspannter mit dem Schützen. Da muss man nicht die ganze Zeit dem Gegner nachrennen. Also zum Gegner laufen und dann die ganze Zeit irgendwelche Skills drücken. Später ist es natürlich mit dem Schützen auch so, aber ja, so lange nicht. Was ist jetzt? Was war das wieder für ein Geräusch? Ho,
Hopp, hopp. Alle dorthin. Also scheinbar ist das gehört das Geräusch diesem dieser Markierung. Wie heißt die Markierung? Einfach Markierung oder so. Verbrauch. Ist das Kriegsflagge? Das könnte die Kriegsflagge sein. Ah, ich kenne mich mit dem noch nicht so aus. Zusätzliches Kräfteset. Für was ist denn das? Also, dass man sich irgendwie umskillen kann oder was? Dass man wie eine extra Skillung hat. Also, dass man irgendwie, was sind Kräfte überhaupt? Naja. Ich will mal wissen, wie viel und was, wie oft gekauft wird. Also sie müssen am besten die Entwickler wissen, damit sie die Sachen günstiger machen können oder so. Aber die machen ja gar nichts. Also manchmal monatliche Aktionen. Mehr nicht. Naja, weiß nicht. Mich stört es ein bisschen, dass die Entwickler so wenig machen und so falsch machen. Aber sie haben sich ja auch wieder gebessert. Irgendwie haben 2012 nach dem Champions Update die Entwickler einfach aufgegeben oder so, und dann kamen irgendwie neue dazu bei NGD und die sind jetzt schon wieder ein bisschen besser, weil sie jetzt auch wieder ein bisschen patchen. Aber das sind eher so Balancing Updates und Bugfixes, wo die Spieler eigentlich kalt lässt. Also den Spieler interessiert es nicht, ob irgendwie was angepasst wurde oder so. Die Spieler wollen Content und das machen sie nicht. Weil sie auch zu wenig sind wahrscheinlich und zu oder es nicht können und wegen dem Code oder so. Irgendwas habe ich gehört, dass sie Probleme mit dem Code haben, weil der Code so kompliziert ist. Naja. Also. Wir geben die Quests noch ab und dann beenden wir den Part. Also es kann sein, dass jetzt Parts ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger werden oder so. Ich werde einfach so lange machen, bis ich jetzt sage, ja. Ich habe keine Motivation gerade zum Aufnehmen. Und das wird natürlich dann wieder besser, wenn ich die Motivation auch wieder haben werde. Momentan ist es gerade wieder ein bisschen flauter, weil ich keinen Bock habe, wieder weiter zu skillen. Also den Charakter hoch zu machen. Ich hätte am liebsten ja jetzt gleich mal Geld und eine Schriftläufe für Level 45. Und dann ging es mir wieder besser, weil ich dann höher wäre. Aber ich bin nicht motiviert, Schriftrollen einzusetzen müssen. Ich bin irgendwie gar nicht motiviert zu leveln und zu cheaten sozusagen. Da hat mich ein Beschi geheilt. Wow, toll. So, ein Beschi des Unmotivations. Hat nichts zu tun und tut mich heil. Toll. Dankeschön. So. Okay. Machen wir die Quest noch. Ich hoffe, die ist anständig. Da oben haben wir auch noch eine Quest zum Annehmen. Wow. Besser als das letzte Level. Deutlich besser. Haben wir wieder mehr Quests. Komm, reit doch endlich mal. Wir müssen da nach oben. Wieso müssen wir da nach oben? Hyäne? Nein, Skelette sind wahrscheinlich da oben. Aber da sind ja auch Skelette. Also müssten wir gar nicht nach da oben.
Aber wir müssen für eine andere Quest. Vielleicht gibt Scharfe Klau an Vorseher Rockhand, aber Rockhand ist ja in Alteruk. Ja, mal schauen. So. Ja, okay, töten wir. Die Skelette hier. Also waren es nur für die Skelett töten eigentlich, dass wir hier hin müssen. Weil ja, wir mussten ja zum Gangtür, also davor, Yandel, wie heißt Yandel? Irgendwas mit Tor, ja auch. Wüstentor, glaube ich, heißt es, ja. Und ja, es ist alles ein bisschen verwirrend in Regnum. Vor allem, weil man es ja nicht so gut mitbekommt, wohin wir müssen. Was? Es gibt keine Markierungen oder so. Bei anderen Spielen hat es ja immer gute Markierungen. Das hat es hier nicht. Bei Regnum. So, wir müssen 10, nein, 8 Skelette töten. Gut. Nein, das müssen wir auch nicht. Das müssen wir. Skelette angreifen. Und nach den 8 Skeletten. Oder wenn wir Pause machen, wenn ich mal ein Part und mache das nächste Mal weiter. Im nächsten Part, morgen dann. Und eben wenn die Motivation besser ist wieder, werde ich auch wieder mehr Parts pro Tag machen. Weil ich bin immer so ein Let's Player, der eigentlich, je mehr mich die Zuschauer mögen, desto mehr mache ich auch für sie, oder? Und momentan ist es halt so, dass die Zuschauer gerade nicht so viel Motivation haben zu gucken und ich gerade nicht so Motivation habe und dadurch die Zuschauerzahlen auch wieder sinken. Ich hoffe, sie kommen wieder, macht aber nichts, wenn nicht. Dann verpassen sie halt was. Mein super Let's Play. Anfangs, ja, es war ich ein bisschen besser noch, aber das wird wieder, es kommt wieder besser. Und wenn ich dann wieder ein neues Headset habe, kann ich auch wieder lautere Let's Plays machen. Dann ist die Motivation auch wieder mehr da und so weiter. Aber es kann auch mal sein, dass ich sage, ja, ich werde nicht mehr Zeit opfern für Let's Plays und werde alles nur noch in Sport setzen und dann werde dann Erfolg haben. Eventuell. Naja, mal gucken. Also wir werden den Rest noch kurz machen. Ja, nicht ein uraltes Skelett. Ein normales Skelett. Ich muss merken, die mit den Schilden sind die Skelette. Haben wir etwas bekommen? Einen Kriegsstab und einen Spezialistenpfeil. Und hier verstärkte Lederhosen. Normale Lederhosen, die mehr Level, also ein Level höher brauchen. Oder? Zwei Level. Die Schrott sind. Noch zwei Skelette. Schaffen wir das mit diesen HPs? Wird knapp. Wird sehr knapp. Aber könnte klappen. Ja. Ich klicke wieder wie unnötig auf die Gegner, weil ich immer meine, sie sind nicht ausgewählt oder so. Ah, oh, ich kann mir das nie abgewöhnen. So, also im nächsten Part geht's weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Dragobasler.